begrüße euch zur Aufarbeitung mit den beiden Trainern nach dem Spiel. Begrüße die beiden Cheftrainer und bitte den Massimo Rizzo um seinen Kommentar. Ja, gratuliere Ibe zu dem Sieg. Ich glaube, wenn du hier in Bern irgendwo etwas holen willst, dann musst du eine gewisse Effizienz an den Tag legen. Wir haben unsere Chance gehabt. Es waren wenige, aber die haben wir gehabt. Und, ja, leider im Gegenzug können wir dann sei es noch lieber abgesetzt von der Dominanz von Ibe, die wir natürlich erwartet haben. Haben wir uns erhofft, dass wir irgendwo in die Führung kommen, ist es leider nicht gelungen. Die zweite Halbzeit hat es eine Phase gegeben, wo du das Gefühl hast, ja, vielleicht ist es etwas besser, aber wir haben leider gegen Führer nicht viel können bewirken. Und nach dem 2-0 ist es dann sehr schwierig geworden, weil dann IBA noch wechseln und wir gegen Führer nicht mehr viel können bewirken. Und dann hat mich gestört, dass wir da die letzten 10-15 Minuten nicht mehr konsequent verteidigt haben, nicht mehr bis zum Schluss durchgelaufen sind. Und ja, das hat mich dann gestört, aber nichtsdestotrotz hat er gezeigt, dass IBE gewisse Dominanz, gewisse Qualität hat. Und haben es schon genug bewiesen und dann heute leider bestätigt für uns. Besten Dank, Jerry. Herzliche Gratulation zum Sieg. Wie fällt die Bilanz aus vom heutigen Nachmittag? Danke, Massimo, für die Glückwünsche. Ja, ich denke, dass wir über die ganze Partie der verdiente Sieger sind. Wir haben viel Aufwand betrieben, viel gefährliche Situationen herausgespielt, kreiert. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit ein Quäntchen Glück gehabt bei der Grosschance von Kramer. Du kannst auch in den Rückstand geraten. Aber insgesamt finde ich, hat die Mannschaft heute eine sehr gute Seite von sich gezeigt. Sehr dynamisch, sehr entschlossen nach vorne gespielt. Und nach diesen 17 Spielen in knapp 60 Tagen muss ich sagen, ein riesen Kompliment, wie sie heute nochmal alles rausgehauen hat. Klar haben wir das Kader dazu, braucht aber immer Bereitschaft und den Teamgeist, dass die Rollen auch zu akzeptieren, dass wir zum Teil reinkommt, zum Teil von Anfang an spielt. Und das ist sicher die grösste Stärke, die wir haben, der grosse Teamspirit, damit wir das Kader auch so können, nachher auch einsetzen können. Vielen Dank. Und jetzt bitte eure Fragen. Thomas Schifferle. Massimo, was ist mit dem Omeragic? Weißt du, irgendetwas? Ist muskulär, aber ich kann dir leider nicht sagen, ob es etwas Schlimmes ist. Das werden wir am nächsten Tag dann herausfinden. Wegen der Nationalmannschaft kannst du jetzt noch nichts sagen? Keine Ahnung, ob das eben da, dem Aufgebot kann, nachgehen kann oder nicht. Ich kann das, muss Abklärungen treffen. Jerry, jetzt sind es 20 Punkte, noch 10 Matches. Rechnest du schon? Nein, die Ausgangslage ist klar. Wir schauen, wie alle immer einen Blick auf die Tabelle. Wir können das selber gut einschätzen, dass es eine klare Ausgangslage ist. Aber das ist nicht meine Art, dass ich davon anfange rechnen würde. Das bedeutet, dass ich auf andere Plätze schaue und mir Sachen vorstellen müssen, die Resultate. Aber das mache ich nicht. Wir konzentrieren uns auf unseren Job. Jetzt gilt es eine Woche, zwei ein bisschen runterfahren, Energie sammeln. Und nach der Nazi-Pause wartet noch spannende Aufgaben auf uns, sowohl mit dem Cup, wie aber auch mit Meisterschaftsspiel. Und unsere Einstellung ist, uns ständig verbessern, individuell und auch die Mannschaft und den Fokus nicht verlieren. Aber die Ausgangslage ist klar und wir freuen uns sicher, wenn der Tag eintrifft. Marco Keller. Herr Seoane, jetzt hat man ein bisschen von dieser Resultatkrise geredet, zumindest. Ist das intern überhaupt auch ein bisschen ein Thema gewesen, oder ist das, habt ihr das können, so ein bisschen abperlen lassen? Es gibt immer eine Analyse nach dem Spiel und wenn du mit der Qualität, die wir haben, gewisse Matches nicht gewünscht, hat es immer Gründe. Von den 4 Meisterschaftsspielen waren 3 auswärts gewesen, Basel, St. Gallen und Luzern. Und in allen Spielen wäre es möglich gewesen, zu gewinnen. Hat aber etwas gefehlt, was ich heute sehr gut gefunden habe bei uns. Mehr Zug aufs Goal, mehr Entschlossenheit, mehr Variabilität in unserem Spiel, dass wir auch gegen einen Gegner, der kompakt verteidigt, mehr Torchancen rausspielen. Das hat gefehlt, das war heute besser gewesen. Und die 2 Niederlagen mit Ajax, vor allem die erste schmerzt sehr, weil wir dort nicht auf unserem Niveau waren. Aber wir müssen einfach auch nicht los anerkennen, dass das ein Gegner war, wo, wenn sie bei 100% sind, dass sie einfach uns überlegen sind. Und darüber geredet
haben wir nicht. Wir analysieren es immer. Wir haben selber gewusst, dass wir der letzte Sieg schon ein bisschen länger her ist. Aber wir haben uns vor allem auf die Leistung versucht zu konzentrieren. Und jetzt nach 17, eben nach diesen 17 Matches, 60 Tagen, sind noch relativ viele Spieler mit der Nazi weg. Wie sieht jetzt der Plan aus in den nächsten Tagen und so? Ja, wir haben sicher auch schon in den letzten Wochen versucht, Nationalspieler auch ein bisschen zu dosieren, im Wissen, dass sie jetzt noch weitergehen. Die letzten, also heute auch ein Kamera zum Beispiel, bewusst ein bisschen früher rausgenommen, der hat noch zwei Spiele. Und jetzt gilt sicher, die nächste Woche komplett regenerieren, auch mental, dass die Spieler auch mal ein paar freie Tage haben. Und nachher gilt es wieder an die Arbeit, einen guten Aufbau machen, die Spieler individuell verbessern. Wir haben viel Potenzial noch und uns ideal vorbereiten, weil es fährt schon wieder mit einer englischen Woche an, mit Sion, St. Gallen im Cup, St. Gallen hier. Also das gibt sofort wieder intensive Spiel und auf die freuen wir uns. Ja, Massimo, noch mal, gibt es irgendetwas Positives, was du heute mitnehmen kannst? Schwierig zu sagen, nach einem 0-4. Ich glaube, die erste Halbzeit sind wir, nochmal, wir haben die Dominanz von IBM so akzeptieren, aber irgendwo habe ich gefunden, wir sind im Spiel. Ich habe das Gefühl gehabt, es fehlt ein bisschen am Vertrauen. Ein bisschen die Dominanz von IBM halt. Irgendwo in gewissen Ballbesitzphasen haben wir zu hektisch agiert und haben den Ball gerade wieder hergegeben. Das ist beim Gegengol leider so passiert. Wo wir grundsätzlich den Ball haben und einfach dann wegschlönt am Gegner in die Füße und dann kommt gerade die Umschaltphase, wo wir nicht bereit sind nach dem Doppelpass. Es hat gute Phasen gegeben, sage ich jetzt mal so, aber die Schlussphase hat mich dann natürlich gestört. Ja. Benny Brunner. Herr Sioane, Bibi hat mir immer geredet nach dem Ausscheiden gegen Ajax von einer Lehrstunde, dass man einen guten Gegner gesehen hat. Hat man etwas von dem so ein bisschen mitnehmen und schon ein bisschen umsetzen von dieser Lehrstunde, jetzt metaphorisch gesprochen? Ja, so auffällig war sicher gegen Ajax, dass wir es nicht geschafft haben, den Ball in unseren Reihen zu behalten, mit dem Druck, den sie uns aufgesetzt haben. Sie es aber geschafft haben. Ich glaube, heute ist es in die Tendenz auch in diese Richtung gegangen. Wir haben versucht, den Gegner sofort unter Druck zu setzen, auch wenn wir den Ball verlieren, sofort zu jagen. Wir haben es so geschafft, der FCZ oft schon bei der Auslösung können so stören, dass wir Balleroberungen haben. Und wir haben es geschafft, über gute Strecken auch im Ballbesitz zu bleiben. Es hat einen kurzen Moment in der zweiten Halbzeit gegeben, wo es ein bisschen Umschaltspiel geworden ist, aber sonst haben wir es eigentlich gut im Griff gehabt. Aber das gilt vor allem, Schlüsse daraus ziehen für unsere Arbeit in der Ausbildung der Spieler. Die Spieler müssen lernen, unter Druck den Ball zu behaupten, mit dem Körper können spielen und den Gegner so unter Druck setzen, dass sie es nicht können. Es geht ein bisschen in die Richtung der Erkenntnis, so im direkten Duell auf deiner Position können bestehen. Gibt es noch Fragen? Ja. Eine Frage an Jerry. Wie gut haben euch die schwarzen Trikots heute gefallen bei euch? Die schwarzen Trikots, wie die gefallen haben. Ja, es ist speziell, wenn man das Auge auf etwas geschult ist und dann spürt man daheim etwas anderes. Das war letztes Jahr schon so gewesen, aber wenn man berücksichtigt, für was dass man das macht, was das für eine Wichtigkeit hat, die Botschaft, finde ich, dass es sehr gelungen ist, dass man das jedes Jahr macht, dass man auch mit einem Spruchband am Anfang das auch signalisieren. Wir stehen für das, für die Botschaft im Umgang mit den Leuten. Und darum hat es vor allem die Symbolkraft. Das ist für uns entscheidend und wir wollen das auch offen auch kommunizieren. Also die Spieler freuen sich immer auf diesen Tag und die Liebling, die gehen nicht zurück, die gehen alle mit heim. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, wünschen wir allen eine gute und erfolgreiche Nationalmannschaftspause. Bis bald, schönen Abend. Merci.